Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme The Binding of Isaac. Heute werde ich endlich die letzte einfache Challenge angehen, und zwar Large March. Und das geht auch gleich los mit Isaac. Erste Ebene, Keller XL. Curse of the Labyrinth. Ui, 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 au. Wir haben keinen Schlüssel und wir haben zwei Goldräume und eine Pille. Oh. Okay, dankeschön. Ich wollte eigentlich nicht weggeportet werden, aber gut, kann ich mitleben. Des Weiteren bräuchte ich jetzt dringend zwei Schlüssel. Ach, Large March ist er. Logisch. Large March, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Large March bedeutet, dass jede Ebene eine Doppelebene ist. Das würde dann auch erklären, warum wir auf einer Doppelebene sind. Und da mir letztens gesagt wurde, dass ich die Musik doch vielleicht wieder etwas leiser stellen soll, werde ich das jetzt auch hiermit erledigen. Moment. So. Sollte jetzt etwas angenehmer sein, sowohl für euch als auch für mich. Denn ich hatte es eigentlich nur aus dem Grund lauter gestellt gehabt, dass man etwas von der Musik mitbekommt. Oh, unser erster Schlüssel. Denn ich finde die Musik toll. Aber das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich die ziemlich cool finde. Und deswegen hatte ich mir damals gedacht, stell doch mal die Musik etwas lauter, damit die Leute auch was davon hören. Aber wenn ihr nicht wollt, nee Quatsch, wenn es zu laut ist, ist es zu laut, dann stelle ich es hier leiser. Und das habe ich jetzt ja schon ab dem letzten Part wieder gemacht. Habe ich extra neu hochgeladen. Und damit ihr auch wieder etwas in der leiseren Musik ertragen könnt. Wisst. Was ein Satz. Damit ihr auch wieder etwas leisere Musik habt und mich wieder versteht. Ich möchte auch verständlich sein. Deswegen habe ich die auch wieder leiser gemacht. Wow. Diese Sätze strotzen vor Energie und ich weiß auch nicht, was ich dir gerade laber. Ja, wir spielen The Binding of Isaac. Die Large March Challenge. Ich werde von Spinnen verfolgt, die endlich mal bitte sterben sollten. Au. Gut, dann auch nicht. Bitte geh einfach weg. Dankeschön. Falls das nach der Aufnahme immer noch zu laut ist, werde ich es halt nachträglich bearbeiten, etwas leiser machen. Das geht ja glücklicherweise. Autsch. Mal gespannt, wie weit ich diesmal komme. Mir fehlt immer noch ein zweiter Schlüssel, um in den zweiten Goldraum reinzukommen. Den hätte ich dann doch sehr gerne. Und ich mag diese Gegner hier gerade überhaupt nicht. Komm, geh weg. Eine Karte wäre auch cool, dann könnte ich den Geheimraum finden. Hm, ja, das wäre eine gute Idee. Eine gute Errungenschaft. Uiuiui. Haut bitte beide ab. Ja, falls ihr es bemerkt habt, ich bin im Moment ein bisschen langsam, was neue Videos angeht. Liegt daran, dass ich einfach nicht dazu komme. Leider. Weil ich hätte schon gern ein paar mehr und vor allem ein paar auf Vorrat, dass ich nicht immer so, oh, ich brauche heute neue Videos, ich muss mal irgendwie probieren, noch schnell was aufzunehmen. Das ist nämlich irgendwie uncool. Oh, Telepilz. Nochmal. Also am liebsten habe ich immer so zwei, drei Folgen, also zwei, drei Tage sozusagen Parts im Voraus. Weil das ist nicht so stressig. Man geht damit ja auch irgendwie eine gewisse Verantwortung ein, wenn man sagt, ja, ich mache ein Let's Play und da draußen sind Zuschauer, vielleicht jetzt gerade noch nicht so viele, aber da draußen sind Leute, die warten darauf. Vielleicht, wenn man Glück hat. Uiuiui, nein. Und man möchte natürlich auch diese Erwartungshaltung dann erfüllen. Und wenn das nicht geht, dann ist das blöd. Dann fühlt man sich schlecht und schuldig. Hallo, ich möchte hier raus. Ich könnte die Pille einfach verwenden, dann wäre ich draußen. Hm. Kommt her, schnell, schnell, schnell. Ja, eine weg. Na, Nummer 2 möchte nicht. Oh, Gottes Willen. Noch eine Bombe für mich. Wie viele Bomben? 5 Bomben habe ich schon. Das ist ja toll. Dabei habe ich schon eine verwendet. Ich hätte lieber einen Schlüssel. Schlüssel. Weißt du, was das heißt? Schlüssel. Hm? Nee, ich merke schon, tust du nicht. Oh. Oh.
Ich fühle mich geehrt. Ich habe ein heiliges Herz bekommen. Ich nehme jetzt auch gerade zu einer ganz untypischen Zeit auf, also zum Wachsein und Leben und beziehungsweise nicht schlafen ist das für mich eine ganz normale Zeit, aber zum Aufnehmen ist das relativ ungewöhnlich, dass ich um 20 vor beziehungsweise 10 vor 11 abends aufnehme. Eigentlich für mich ein super Zeitpunkt, weil da bin ich topfit. Deswegen erwarte ich jetzt, habe ich auch viel von dem Run. Ich sollte mir mal die Sätze vorher überlegen, bevor ich es ausspreche. Also ich erwarte viel von dem Run. So. Allein schon deswegen, weil ich denke, ja, ich bin topfit um 20 vor 11 abends. Warum auch immer. Aber jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Es hätte mich in den Errorraum bringen können. Da hätte ich 2 Goldräume und die beiden Bossräume verpasst. Da hätte ich mich extrem geärgert. Dieser Run wird auch extrem kurz, fällt mir mal gerade so auf. Sollte ja zumindest sein. Wir bekommen, ja, Little Chat, gibt uns Herzen. Okay, kann ich nicht mitleben. Des Weiteren möchte ich mal kurz den Geheimraum suchen, der hoffentlich hier ist. Ist sogar richtig und wir haben Geld. Oh, wir bekommen Geld, sagen wir es so. Wir hatten auch schon vorher Geld. Ah. Ja, nächstmöglicher Aufnahmetermin von heute aus gesehen. Heute ist Mittwoch. Ja, heute ist Mittwoch. Wäre morgen. Und zwar entweder morgen früh vor 10 Uhr, also 8 Uhr. Was mir zu früh ist zum Aufnehmen. Oder nach 18 Uhr abends. Das Problem ist, da bin ich vielleicht nicht ungestört. Und deswegen ist das auch ein schlechter Zeitpunkt. Und ich kann so viel verraten, ich habe noch genau ein Video zum Zeitpunkt der Aufnahme online. Und das ist mir zu wenig. Deswegen brauche ich neue. Das klingt immer so, dass man das machen muss, als wenn man dazu gezwungen wäre. Ist man aber gar nicht. Ich möchte einfach neue Videos haben, weil ich möchte halt durchgängig Videos zur Verfügung haben. Und deswegen mache ich das halt gerne. Ich würde das ja nicht machen, wenn ich keinen Spaß dran hätte. Auch wenn es in den letzten Parts vielleicht nicht nicht so rüberkam. Pin, würdest du bitte sterben? Ich wäre dir... Wow, ganz verbunden. Pin ist gefährlich, der kann mich umbringen. Bitte. Bitte? Gehst du bitte weg? Ach, was ein Glück. Gut, erstes Upgrade ist ein HP-Upgrade, das ist schön. Und jetzt treffen wir auf Famine. Wobei ich bei dir immer noch nicht weiß, wie er genau ausgesprochen wird. Und was kannst du in der blauen Form? Chargen. Okay, kannst du auf Fliegen spawnen? Oh, du kannst chargen. Okay, kannst du auf Fliegen spawnen? Nein, du kannst chargen. Kannst du auf Fliegen spawnen? Nein, kannst du nicht. Du kannst keine Fliegen spawnen, du kannst nur chargen. Das ist gut. Du kannst spucken und du kannst chargen. Immer noch. Aber keine Fliegen. Das ist gut. Ach, du bist ja richtig schön angenehm. Ich meine, der ist wirklich angenehm. Das Einzige, was bei dem etwas uncool wäre, ist, wenn er sowas macht. Eieiei, und wenn er sowas macht. Ich bin tot. Ich bin so tot. Ha. Ah, geh weg. Uncool. Kurz konzentrieren. Okay. Verloren. Neuer Versuch. Curse of the Labyrinth. Wir spielen heute The Binding of Isaac. Nein, Quatsch, ich mache keine neue Anmoderation jetzt. Jetzt habe ich schon so viele schöne Themen geredet, die alle abgearbeitet sind. Oh, wir sind ja TNT-Fässer. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet. So, wir haben auch gleich... Ey, ich wollte das Geld haben. Lass mich bitte zurück in den Raum, ich möchte das Geld haben. Fleisch ist weg. Sehr schön. Ein Schlüssel. Ah. Tada. Oh, wir bekommen Mom's Knife. Hatten wir es überhaupt schon mal? Ich glaube nicht. Wie genau funktioniert das nochmal? Ach, man kann das aufladen, ne? Ewigkeit nicht mehr gehabt, das Item.
Ja. Okay, man muss die Taste gedrückt halten, er lädt sich das auf. Alles klar. Okay. Bisschen üben, dann kriege ich das wieder hin. Ja, bloß nicht einsammeln. Bloß nicht das heilige Herz einsammeln. Da hatten wir gerade auch eins dran. Ach, und ich habe es nicht mitgenommen. Aber ich wollte es auch erst mitnehmen, als wir mit der Ebene, oder wenn wir mit der Ebene fertig gewesen wären. Und so ist es gar nicht gekommen. Hahaha. Ein blauer Stein, den machen wir natürlich gut. Und kriegen eine Bombe und ein Seenherz. Das ist gut. So. Also ich finde dieses Ding etwas gewöhnungsbedürftig. Eieieiei. Verdammt. Au. Meine Güte, was ist denn los? Also das Ding ist cool, aber auch nicht so cool, weil es braucht zu lange zum Aufladen. Ja, etwas. Speeddown, na, das ist doch prima. Und zwei weitere Seelenherzen. Das ist wiederum ist gut. Na, Spinne. Haha, das geht. Ich kann einfach drehen. Oh. Nochmal zwei Seelenherzen. Vorteil an dem Messer ist jetzt, ich kann durch jegliche Kackhaufen einfach durchrennen. Sehr gut. Und eine neue Bombe. Das sehen wir natürlich auch gerne. Ich hebe immer kurz meinen Finger, wenn ich denke, ich will was sagen, aber dann fällt mir ein, ich will gar nichts sagen. Das ist verwirrend. Na komm. Danke. Danke. Und du auch. Sehr schön. Feuer! Nächster Raum. Wir brauchen immer noch einen weiteren Schlüssel. Erstmal gehen wir zum Boss, weil wir gerade hier so rumstehen und ein gutes Item haben. Und zwar gegen Widow, was entweder ziemlich gut oder ziemlich schlecht wird. Oh, oh. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Ein HP-Upgrade. Oh, können wir den nächsten Boss auch noch mitmachen? Wir machen den nächsten Boss auch noch mit. Ach, Pin, hey. Schon wieder. Damit wäre auch das erledigt. Tears Up. Bringt Tears Up mir überhaupt was? Glaube nicht. Ich könnte das Item mitnehmen. Mache ich aber nicht. Weil du doof bist. Oh. Jetzt wollen wir sogar zwei Schlüssel haben. Also langsam wird das eng mit den Schlüsseln. Ei. Nein. Weil wir jetzt schon inzwischen zwei Schlüssel brauchen. Einmal für den Goldraum, einmal für den Shop. Wir sprengen die Kiste frei, auch wenn das nicht die beste Idee sein mag. Eieieiei. War nicht die beste Idee, stimmt. Da ist der zweite Goldraum. Da ist der Shop. Ja, ich glaube... Oh, wenn... Nee. Moment. Bevor ich jetzt den Geheimraum suche. Ich möchte zwei Bomben haben. Denn ich vermute, dass der Geheimraum direkt über dem Shop ist. Wenn er tatsächlich da sein sollte... Oi. Ich wollte mich schon beschweren. Wenn er tatsächlich da sein sollte, dann könnte ich mich in den Shop reinsprengen. Aber dann hätte ich nur eine Bombe. Und ich brauche zwei. So wie jetzt. Jetzt versuche ich mein Glück an der Stelle. Oder ich spreng die Kiste frei. Schwierig. Ne, wir gehen unten rechts hin zum Shop, beziehungsweise direkt darüber. Und probieren hier in den Geheimraum reinzukommen. Dort ist er leider nicht. Dann werde ich jetzt erstmal in den restlichen Räumen gucken, was ich da noch so finde. Diese Ebene macht mich fertig, weil sie so groß ist. Aber wir haben ein gutes Item. Man kann Marmstyfe auch nach oben rechts schießen. Das wusste ich gar nicht. Es ist mir gerade durch Zufall aufgefallen, weil ich die beiden Richtungstasten gedrückt gehalten habe. Cool. Gibt es irgendwen, der dieses Feature schon mal verwendet hat? Ey! Ich hab es hackt.
Gut, wir haben alle Räume abgearbeitet. Ich gehe jetzt mir die Kiste holen. Hoffe, dass ich da einen Schlüssel kriege. Da wäre ich sehr froh drüber. Da ist die Wand, da kann ich nicht durch. Noch kann ich nicht durch Wände gehen. Auf zur Kiste. Kiste, 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 Kiste. Aber dass man das Ding auch... Das geht echt. Ich bin begeistert. Ich habe das doch nirgendwo in keinem Video gesehen, wo jemand dieses Messer verwendet hat, dass er das diagonal abgefeuert hat. In keinem einzigen. Eine neue Bombe. Na toll. Ich habe jetzt eine Bombe ausgegeben für eine Bombe und Geld. Ist okay. Kann man machen. Problem ist jetzt nur, ich kann nicht in den Goldraum. Aha. Das ist nicht gut. Aber da können wir leider nichts gegen machen. Deswegen gehen wir direkt in die... Oh, warum ist der denn noch da? Keine Ahnung. Jetzt ist er weg. Dritte Ebene. Ich wollte zweite Ebene sagen, das ist aber falsch. Wir haben ja immer nur XL-Ebenen. Deswegen geht das alles ein bisschen schneller. Und tschüss. Ja, das Messer ist ein bisschen unfair gegen diese Spinnen. Da ist der erste Goldraum und wir haben immer noch keinen Schlüssel. Oh. Ach Mensch. Ah, geht doch weg. Puh, ich wollte mich schon beschweren, dass ich das nicht hinkriege. Oh. Nein, bitte nicht. Danke. Nein. Ach, Menno. So, unser erster Schlüssel, mit dem wir auch direkt wieder in den Goldraum gehen. Ich wüsste nicht, wofür ich die sonst aufheben sollte, deswegen ab in den Goldraum. Und wir bekommen... They grow inside, the Mulligan. Okay. Das ist eigentlich sogar ganz gut. Eigentlich ist das sogar ganz gut. Also ich denke auch inzwischen, ich bin unverwundbar mit diesem Messer, oder? Ich könnte so einfach so in Gegner reinrennen und die explodieren und sterben sofort. Tun sie aber nicht, das ist das Problem. Och, Spiel. Bombe. Das muss klappen. Ja. Ein Schlüssel, ein Seelenherz und eine Münze. Das ist doch schon mal gut. Gut, gut, gut. Oh, ich dachte, das kommt direkt auf mich zu. Tat es aber nicht. Wir legen hier eine Bombe und hoffen, dass du jetzt nicht in meine Richtung gehst. Ich habe gesagt, nicht in meine Richtung. Unverschämtheit. Mann, da will man sich mal kurz konzentrieren und dann wird man angegriffen. So. Aber wir haben einen neuen Schlüssel gekriegt, womit wir jetzt erstmal in den... Ach, verdammt. In den Goldraum können. Oder in den Shop. Aber ich denke eher, dass wir in den Goldraum gehen. Lohnt sich doch etwas mehr. Isaac vs. The Hollow. Das dürfte auch kein großes Problem sein. Und tschüss. Na fast. Fast. Wir machen guten Schaden. Wir machen richtig guten Schaden. Na komm, geh weg. Noch mehr Geld. Und wir gehen auch gleich zum zweiten Boss. The Husk. Das wird ja immer einfacher. Ah, ich sollte das nicht so laut sagen. Der Engelsraum. Shot Speed Up. Das bringt mir überhaupt gar nichts. Die tote Taube. Wir können fliegen. Was bringt denn das Geistermesser jetzt? Hat das irgendeinen besonderen Effekt? Ich könnte auch vorher auch schon durch Steine durchschießen. Hm. Keine Ahnung, was das jetzt bringt. Wirklich keine Ahnung. Ich bin gerade überlegt, ob das irgendeinen sinnvollen Effekt hat. Aber mir fällt keiner ein.
Oh, der Universalschlüssel. Warum habe ich den nicht eher gefunden? Aber wie gesagt, ich bin ganz froh über die ganzen Items, die ich im Moment habe. Nein, Menno. Ich bin nicht unverwundbar mit dem Messer, das sollte ich mir mal langsam merken. Noch ein Universalschlüssel, also einer reicht mir eigentlich. Ach. Wer hat denn damit gerechnet? Ich natürlich nicht. Ey. Sag mal, Freund, jetzt reicht's mir aber hier. Nein. Könntest du mal aufhören? Was ist denn los hier mit dir? Hui. Könnte sein, dass ich gleich niesen muss. Das ist uncool. So mit Ankündigung vorher. Und wenn, dann werde ich das kurz rausschneiden. Natürlich. Ich werde das rausschneiden. Ich lasse es doch nicht drin. Haha, als wenn. So, alle Gegner besiegt. Und wir gehen weiter. Wir haben noch 1,5 Herzen. Das macht mir so ein bisschen Sorge gerade, weil unsere Items sind richtig gut, aber wir haben nur 1,5 Herzen. Ja, und dann treffen wir auf sowas. Wir sind tot. Wir sind so tot. Uiuiui. So, Messer mal aufladen und Feuer! Ach, hat nicht gereicht, um einen davon zu töten. Aber jetzt, komm! Nein. Aber jetzt. Ja, einer ist weg. Na, nein, 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 nein. Was mache ich denn? Ach, endlich. Liberty Cap, gib mir einen zufälligen Pilzeffekt. Ich hätte gerne den Pilzeffekt, der mich stärker macht. Warum sammle ich die ganzen Herzen nicht ein, die auf der Ebene verteilt rumliegen? Gute Frage. Denn hier liegt ja noch eins rum. Und da hinten liegen noch welche rum.